Hallo Fans. Liebe EC-Fans. Hallo liebe Fans. Hi Fans. Hey liebe EC-Fans. Was für ein unglaubliches Jahr liegt hinter uns. Es war unfassbar, wie uns auswärts und vor allem auch zu Hause angetrieben hat. An den Tag legt und zwar der EC Bad Nauheim, Fabian Herrmann, 32 Sekunden gespielt, direkt vor der Kurve der 800 mitgereisten Nauheimer Fans. Die Südkurve mit einer tollen Choreografie. Hoffmann versucht es, abgefälscht, des Rebounds weiß, Scheibe wieder frei und jetzt ist sie im Tor. Taylor Moss macht den Ausgleich zu 3:3. Wir wollen die Gelegenheit nutzen und einfach mal Dankeschön zu sagen für die Unterstützung in diesem Jahr, wo er letzte Saison auch noch mit reinzählt. Und auch dieses Jahr bis jetzt war der wieder super, unterstützt uns, wo ihr könnt. Wir haben jetzt schon super tolle Erinnerungen an euch. Christian Spitz ist dann zur Stelle, Kaufmann hat aufgepasst, Taylor Moss und es ist wieder Taylor Moss, es ist nicht zu glauben. Hängen geregnet an der blauen Linie und die Kontergelegenheit, Weiß ist mitgefahren, direkt Abnahme und Treffer. 2:1, Shorthander gegen die Huskies. Ja, da trifft er die Scheibe nicht. Nächste Möglichkeit, Big Boy erstmal geschlagen! Ausgleich, WC Bad Nauheim! Ich glaube, das Jahr kann man getrost als einer der schönsten Jahre in den letzten 20 Jahren bezeichnen. Mit dem Viertelfinale, Halbfinale und dann Finalentzug mit dem Fanmarsch. Ich glaube, jeder Spieler, der hier war, jeder Fan, wird sich da lange erinnern können. Es ist geschafft, es ist vorbei! Bad Nauheim sweept den ESV Kaufbeuren aus den Playoffs, aus dem Viertelfinale mit einem 14. Sack Moss. Zekichi und dann macht es Moss. Moss, FD, Blätter und das war's. Der EC Bad Nauheim steht im Finale der DL2-Saison 2022-2023. Nichtsdestotrotz wollen wir natürlich auch da anknüpfen. Wird sehr, sehr schwer mit euch im Rücken, wie wir das aber garantiert auch schaffen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch schöne Weihnachten und guten Rutsch ins neue Jahr. Frohe Weihnachten. Merry Christmas. Hope everyone has a happy, safe holiday with lots of love and time with family and friends. And look forward to seeing you in the new year. Vielen Dank für eure Unterstützung. Wir wünschen euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt alle gesund. Wir wollen an dieser Stelle Danke sagen für eure tatkräftige Unterstützung. Wir wünschen euch eine frohe Weihnachtszeit mit gutem Essen und vielen Geschenken. Und wir wünschen euch auch einen guten Rutsch und hoffen, dass ihr uns im nächsten Jahr genauso unterstützt wie dieses Jahr. Wir wünschen euch auf alle Fälle auch ein frohes Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und wir freuen uns dann auch schon auf 2024. Wir wünschen euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Frohe Weihnachten und frohes Neues. I just want to say thank you for all your support this season. And I wish you a safe and happy holidays. Wir wünschen euch frohe Weihnachten und guten Rutsch ins neue Jahr. Verbringt ein paar freie Tage mit der Familie und wir sehen uns dann im neuen Jahr. Wir wünschen euch frohe